Vielen Dank. Ich weiß, es ist schwierig, in einer solch tollen Partylaune nach einem ganz grandiosen CSD-Umzug zu seinem sperrigen Thema wie AIDS zu sprechen. Dennoch, für viele von uns ist es mittlerweile zu einem wesentlichen Teil unseres Lebens geworden, gleich ob wir selber infiziert sind, ob es Freunde oder Angehörige getroffen hat oder ob wir aufgrund unseres schwulen Lebensstils, unserer gelebten Sexualität von der HIV-Infektion bedroht sind. In diesem Jahr steht ein schwieriges Jubiläum an. 1981, vor 25 Jahren, wurde in den USA zum ersten Mal die HIV-Infektion bei schwulen Männern beschrieben. In diesen 25 Jahren hat sich das Bild von AIDS wesentlich verändert. Diese frühere fatalistische Verknüpfung HIV gleich AIDS gleich Tod konnte Gott sei Dank durchbrochen werden, obwohl die HIV-Infektion natürlich nach wie vor nicht heilbar ist. Wir haben sehr viel erreicht in diesen Jahren. Das Wesentliche für mich ist, dass wir es geschafft haben, in Deutschland ein weitgehend liberales Klima für Menschen mit HIV und AIDS zu schaffen, weil die meisten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger verstanden haben, leider noch lange nicht alle, dass Diskriminierung und Ausgrenzung von HIV-Positiven und AIDS-Kranken der falsche Weg ist. Es haben sich in den letzten 20 Jahren viele AIDS-Hilfen, andere Beratungsstellen, private Organisationen gegründet, um Betroffenen zu helfen. Tausende engagieren sich bundesweit, um vor allen Dingen die Auswirkungen der immer defizitär werdenden Gesundheits- und Sozialpolitik der Bundesregierung zu lindern, denn Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich treffen natürlich immer die Schwächeren. Und ganz wesentlich, die medizinische Forschung hat einen wesentlichen Beitrag geleistet. HIV ist zwar nach wie vor nicht heilbar, aber mittlerweile sehr gut behandelbar geworden. Aber gerade diese medizinischen Erfolge und die Rückkehr zum Glauben an die Allmacht der Medizin sind mitverantwortlich dafür, dass auch in Deutschland in den letzten Jahren die Zahlen der Neuinfektionen leider wieder rasant ansteigen. Ganz zu Recht fordern deshalb die Veranstalter des CSDs den Ausbau von Gesundheitspräventionsprogrammen und keine Mittelkürzung bei Präventionsprogrammen. Besonders für junge Menschen, für Jugendliche muss die Präventionsarbeit intensiviert werden. Sie muss früh in die Lehrpläne der Schulen integriert werden, denn Investitionen in die Prävention sind Investitionen in die Zukunft. In den Medien ist AIDS mittlerweile fast verschwunden, es ist kein Thema mehr. Die Angst vor der HIV-Infektion ist anderen vagabundierenden Ängsten gewichen. AIDS wird nicht mehr thematisiert, es wird bagatellisiert, es wird fast totgeschwiegen. Dennoch sterben täglich Tausende weltweit an den Folgen von AIDS. Im Jahr 2005 waren über 40 Millionen Menschen weltweit infiziert. Es sind über 50.000 in Deutschland, allein über 8.000 in Berlin. Über 25 Millionen Menschen sind in den letzten 25 Jahren an den Folgen von AIDS gestorben. Allein im letzten Jahr 3,5 Millionen, über 100 Menschen hier in Berlin. Das sind nun Zahlen, das sind Statistiken, die gesichtslos sind. Aber jede Zahl steht für ein Individuum, jede Zahl steht für ein Einzelschicksal. Steht für Menschen, mit denen wir gelebt, geliebt und gelitten haben. Und wir wollen heute zeigen, hier an dieser Stelle, dass wir diese Menschen nicht vergessen haben, dass sie nach wie vor mit uns leben, in unserer Erinnerung und in unseren Herzen. Denn erst wenn wir sie vergessen haben, sind sie endgültig gestorben. Vielen Dank.